Wir haben uns nämlich auf 8 Punkte jetzt miteinander verständigt. Mir ist eben noch einer eingefallen, also von daher werden es 9. Wir setzen das so schnell wie möglich um, dass der seitliche Knickschnitt in Schleswig-Holstein alle 3 Jahre möglich ist. Das war er bisher auch. Aber selbstverständlich der gesamte Zuwachs der letzten 3 Jahre auch zukünftig abgeschnitten werden darf. Wir nutzen das Bundesnaturschutzgesetz maximal aus. Wir haben ja den 30. September eigentlich als Tag. Bei besonderen klimatischen Voraussetzungen kann man 2 Wochen vorziehen. Wir machen das zur Regel in Schleswig-Holstein, sodass ab dem 15. September zurückgeschnitten werden kann. Und gute Nachricht ist, wir vermischen das nicht mit dem auf den Stock setzen, sodass im Februar weiterhin gilt, dass bis Ende Februar das auf dem Stock setzen möglich ist und diese Frist nicht nach vorne gezogen wird. Ich kenne jetzt ehrlich gesagt nicht viele Landwirte, wenn auf den Stock gesetzt wurde, die schon nach 3 Jahren seitlich schneiden. Aber trotzdem haben wir gesagt, diese Regelung, wir haben das vorher versprochen, auch da werden wir genau das einhalten, was wir miteinander beredet haben. Und ich will darüber hinaus auch sagen, weil man natürlich auch über diese Frist 15. September noch mal diskutieren kann. Wir werden schnellstmöglich Versuchsprojekte machen, um innerhalb der nächsten 2 Jahre dokumentieren zu können, macht es überhaupt einen Unterschied für den Artenschutz, ob man den 15. August oder den 15. September nimmt. Und wenn das ergibt, was ja eure Vermutung ist, dass das keinen Unterschied macht, dann werden wir auch über diese Frist natürlich miteinander eine neue Entscheidung treffen. Ich habe das zugesagt auf allen Veranstaltungen, dass wir eine Regelung finden. Ich hätte die gerne in 2 Wochen gefunden. Wir haben sie jetzt gefunden und wir werden sie schnellstmöglich in Schleswig-Holstein umsetzen. Das Zweite ist, wir schaffen einen praxisgerechten Pflanzenschutz. Und das ist die klare Zusage, dass wir durch untergesetzliche Regelungen zusätzliche Möglichkeiten schaffen, um schwer bekämpfbare Unkräuter zu bekämpfen. Ich darf den Begriff Ackerfuchsschwanz jetzt nicht nennen, deswegen sage ich ihn nicht. So, aber jeder weiß, von welchen Dingen ich rede, und das werden wir auch schnellstmöglich so umsetzen. Das Dritte ist, wir sorgen für praxisgerechte Vereinfachung beim Düngerecht. Das heißt, wir entlasten Sie, indem die landesrechtliche Pflicht zur Wirtschaftsdüngermeldung zukünftig nur noch halbjährlich erfolgen muss. Und wir arbeiten an einer Weiterentwicklung von EndoSH, damit alle Funktionen für eine einzelbetriebliche Verursachungsgerechtigkeit enthalten sind. Das wollen wir auch auf Bundesebene machen, denn nicht selten werden im Moment noch Nutzungen dadurch eingeschränkt, obwohl Betriebe verantwortungsvoll damit umgehen. Und das soll jetzt definitiv und schnell geändert werden. Wir entlasten die Schweinehalter von unnötiger Bürokratie. Das hast du eben auch schon angesprochen, zusammen mit dem Innenministerium. Da haben wir die Landesbauordnung schon entsprechend so, das so klargestellt, dass bei der Errichtung von Ausläufen im Sinne der Haltungsstufen 3 und 4 es keiner Baugenehmigung zukünftig bedarf. Das war übrigens ein Vorschlag des Bauernverbandes in unserer Taskforce, den ihr gemacht habt. Und das ist jetzt an dieser Stelle schon umgesetzt. Wir werden das Dauergrünland-Erhaltungsgesetz verschlanken. Wir haben immer gesagt, wir evaluieren das und werden im Landesgesetz sämtliche Doppelregelungen zu bundes- und EU-rechtlichen Vorgaben abschaffen. Diese Zusage ist an der Stelle gemacht und das machen wir schnellstmöglich. Zum Thema Jagd auf Wildgänse will ich gar nicht so viel sagen, weil das Werner Schwarz dankenswerterweise in der Verordnung umgesetzt hat. Ich weiß, dass damit das Problem noch nicht abschließend gelöst ist, aber ich glaube, dass dieser Dreiklang im Gänsemanagement dadurch eine neue Säule bekommen hat und dass wir schon auch gucken müssen, ob wir durch eine verstärkte Jagd auch etwas schaffen. Ich sage jetzt auch mal mit Blick auf meinen grünen Koalitionspartner, wir müssen echt gucken, dass wir in den Bereichen alles nutzen, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. In Schleswig-Holstein wollen wir neben den Jagdzeitenverordnungen alles tun, damit wir dieses Problem auch an allen Orten in Schleswig-Holstein in den Griff bekommen. Der 7. Punkt geht in Richtung gemeinsame Agrarpolitik.
da wirklich noch mal die klare Zusage, bei all dem, was jetzt kommt, wollen wir in Schleswig-Holstein es betriebswirtschaftlich attraktiv und umsetzbar machen. Und alles nur eins zu eins, definitive Zusage, nichts kommt bei den Punkten obendrauf, damit wir unser Versprechen auch in diesem Bereich einhalten können. Achtens, wir entwickeln ein einheitliches Datenportal für die Landwirtschaft. Digitalisierung ist ja hier auch ein wichtiges Thema an der Stelle. Das werden wir schnell entwickeln, damit für Sie Dokumentation vereinfacht wird, Doppelerfassungen vermieden werden. Jetzt habe ich im Vorfeld noch das ein oder andere Gespräch zum Thema Antibiotika geführt. Ich habe mir jetzt wirklich das mal sehr detailliert schildern lassen, dass dieses Versprechen, wir machen in Schleswig-Holstein nicht mehr als in anderen Ländern, hier ein Stück weit gebrochen wird, weil die Dokumentation in Schleswig-Holstein komplizierter ist als in anderen Bundesländern. So, und das machen wir nicht mehr. Feste Zusage, wir kriegen das hin und so schnell wie möglich, damit wir Sie damit nicht weiter nerven. Wir sind ja nachher auch zusammen in Sachen Dialogprozess und sprechen darüber, denn die Dinge, die wir miteinander verabredet haben, die wir unterschrieben haben, die müssen Leitschnur unseres politischen Handels in den nächsten Monaten und Jahren auch in Schleswig-Holstein sein. Und wir werden übrigens auch eine Online-Anlaufstelle schaffen, damit wirklich von jedem, wenn man bürokratische Hemmnisse sieht, sofort eingetragen werden kann, wo wir etwas im Land auch bei uns in Schleswig-Holstein erleichtern können. Und deswegen gilt diese Zusage, das ist keine leere Worthülse. Wir wollen so wenig Bürokratie für Sie haben in Schleswig-Holstein, wie es irgend möglich ist. Und ich habe das von Anfang an versprochen. Ich glaube, das war die erste Norla. Da habe ich irgendwann mal gesagt, ich möchte Anwalt der Landwirtschaft sein. Diese Zusage von mir gilt.